Hallo Leute! Ja, willkommen zum neuen Video. Heute soll es einmal um dieses Schmuckstück gehen hier, um die Filex MK18 und zwar um die neue Variante davon. Wir hatten ja schon mal ein Filex MK18 Video, da war der Grundkörper noch die Bolt gewesen. Jetzt haben wir die neue Filex MK18 in der Hand, da ist der Grundkörper von Spekner Arms. Es hat sich ein bisschen was geändert, das ja, gehen wir jetzt gleich einmal drauf ein. Aber natürlich ein sehr, sehr guter Punkt, der sich geändert hat. Die alte lag bei 599,95. Die neue liegt nur noch bei 499,95. Also ein Huni gespart. Ja, dafür kriege ich dieses geile Teil hier für 500 Euro. Also wirklich von Preis-Leistung her finde ich echt top. Weil man halt auch wieder wie immer bei Filex das Ding aus der Packung nimmt und ich muss halt nichts mehr dran tun. Das macht wirklich schon sehr, sehr viel Spaß. Ansonsten, ja, was hat sich geändert? Wie gesagt, der Body. Ich habe jetzt hier auch wieder die MK18 Riss. Habe hier auch die Beschriftungen drauf, quasi von den... ja, mit den verschiedenen Punkten, dass ich weiß, okay, wo habe ich jetzt zum Beispiel meine Optik drauf, jetzt zum Beispiel hier auf T11 oder auf T15 oder was auch immer, kann ich dann hier mich danach richten. Was ich nicht mehr habe, sind die Daniel Defense Markings hier drauf. Die sind nicht dabei, okay, gut. Das ist halt, wie es ist. Kann man sagen, finde ich gut oder finde ich kacke. Ich denke mal, die wenigsten wird es jetzt groß stören bzw. interessieren, ob jetzt halt hier nochmal Daniel Defense mit draufsteht oder halt eben auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall nicht mehr dabei. Ansonsten auch Verarbeitung ist super, muss man sagen, hier natürlich alles aus Metall, schön wertig, also fühlt sich auch echt gut an. Genau, ansonsten jetzt bei dem Body habe ich jetzt hier oben das Filex nochmal eingelasert, das jetzt mit drin, ich habe jetzt hier den Aufdruck nochmal mit Filex MK18, Seriennummer ist drauf, ja, halt 6 mm, was halt also drauf stehen muss. Ansonsten, andere Seite ebenfalls nochmal Filex, die habe ich nochmal Spekner Arms mit drauf. Hier auch nochmal, ja, die Nummern mit dabei. Genau. Das wäre jetzt die MK18 in der Dualton-Variante. So finde ich sie auch am absolut schönsten. Die gibt es natürlich auch in ganz schwarz. Das ist dann wieder Geschmackssache, ne? Ob ich sage, die Knarre, egal welche Farbe, Hauptsache ist schwarz. Oder halt, wie hier in Dualton. Da habe ich quasi Schulterstütze, Griff und Handguard in den abgesetzten Farbton. Der Handguard sieht echt geil aus. Es ist nicht so ein... braun, wie es bei der anderen war, sondern so geht es eher so ein bisschen ins Gräuliche rein. Fast schon so, ja, grau, Bronze, braun, also irgendwie sowas würde ich es beschreiben. Aber finde ich sehr, sehr cool. Und wie gesagt, hinten dann in Tannen ist halt der Griff und die Schulterstütze abgesetzt. Die kann ich natürlich auch noch einstellen, ist klar. Aber das ist ja bei jeder so. Ebenfalls dazu gibt es schon ein PTS-Magazin. Das war ja bei der anderen nicht ganz so geil. Da war ja so ein ganz billiges Plastikmagazin dabei. Das ist halt bei der jetzt schöner, da habe ich ja halt direkt schon ein ordentliches mit dabei. Genau, ansonsten auch wieder hier Bolt Catch funktioniert, also bleibt jetzt hier hinten. Wenn ich es auf der anderen Seite drücke quasi, dann zack, schnippst du wieder nach vorne. Alles zum Hop-Up einstellen, brauche ich nicht die ganze Zeit hier halten, sondern das macht er selber und kann dann hier entspannt mein Hop-Up einstellen. Ja, dann natürlich vorne wieder 14 mm Gewinde, also ich kann hier Schalldämpfer draufschrauben, Tracer draufschrauben, was ich halt gerne möchte. 14 mm negativ, also das Gewinde, was ich halt auch brauche. Ja, hinten kriege ich auch eigentlich relativ gut Akkus rein. Einfach hier zack, raus. Ja, das ist noch sehr fest hier, wenn es neu ist. Na, komm schon. Im Normalfall drücke ich einfach das hier einfach noch raus. Dann machen wir es anders. Dann machen wir so. Und nehmen ihn so ab. Und könnt es einfach hinten rausdrücken. Ja, habe jetzt hier quasi meinen Anschluss dahinter, ist ein DIN-Stecker, weil ich ja hier schon einen Gate Titan verbaut habe. Deswegen auf jeden Fall immer mit DIN-Stecker. Ja, kann jetzt die Stocktube für den Akku nutzen oder halt auch hier in meinen Stock drinne, könnte ich jetzt auch noch hier rechts und links jeweils einen Akku mit reinpacken. Also auch Triple Six kriege ich hier rein, ja, mit ordentlich Kapazität. Genau, dann bei Filex, ihr wisst Bescheid, die sind immer von Haus aus schon etwas vorgetuned. Ich habe jetzt hier eine ganze Reihe an Umbauten drin. Wichtig ist natürlich immer, das Gate Titan ist dabei. Das heißt, ich kann hier wieder abtriggern wie so einer, ohne dass da Gearjams kommen können. Ich habe hier ein anderes Gearset drin. Aber das genaue Specset, was drin ist, verlinken wir schon mal hier. Da könnt ihr nochmal genau nachgucken, was ist quasi alles hier verbaut. Aber so viel sei gesagt, das Ding wirklich absolut geil. Einzige, was man sagen muss, sie hat von Haus aus 1,5 Joule. Wäre jetzt zum Beispiel für die Area oder für den Hangar 13 zu viel. Da müssen wir noch die Feder einmal umbauen, beziehungsweise eine andere Feder rein. Können wir aber auch mitmachen, ist kein Problem. Ja, nur das müsste halt gemacht werden, dass sie halt maximal auf diese 1,2 Joule kommt, um die bei uns spielen zu können. Will ich natürlich für Outdoor haben, kein Problem, dann würde ich die 1,5 genauso lassen
und dann ja, performt die richtig geil, auch auf längere Distanzen. Aber das gucken wir uns jetzt selber mal an. Wir machen jetzt noch einen kleinen Schusstest. Ich schraube hier einen Tracer drauf, mache ein paar Kugeln rein. Wir kronen die einmal und dann gehen wir aufs Spielfeld und gucken nochmal auf die Reichweite. Gut, los geht's. So, wir sind hier auf unserem oberen CQB-Feld. Wir werden jetzt gute MK18 einmal kronen. Danach machen wir einen Schusstest. Das sind von hier ungefähr 50 Meter bis zu der blauen Wand, seht ihr dann gleich. Dafür haben wir unsere Scopecam dabei. Ja, da könnt ihr quasi jetzt live mit dabei sein, wie wir einmal das Hop-Up einstellen und natürlich dann auch gleich den Reichweitentest machen. Ja, aber zuallererst kronen wir mal. Wir haben unseren Kronen stehen, ich habe es schon eingestellt, 0,28er sind geladen. Tracer ist noch an, aber ist nicht schlimm. So, 1,437. 1,436. 1,529. 1,52. 1,5. 1,51. 1,42. 1,52. 1,53. Ja, also alle so im Bereich 1,5 bis 1,47, also auch da, ja, genau in dem Bereich, wie sie sein soll. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken mal auf die Reichweite. So, gucken wir mal, wie gesagt, ist noch nicht eingestellt, das Hop-Up, einfach jetzt out of the box. Wir schießen einfach mal. Ah ja, und dann sieht ihr schon, ne, das fällt hinten ab. Also kommt es quasi hier nur bis zu der zweiten Wand. Dann drehen wir mal das Hop-Up jetzt ein bisschen hoch. Halt schön, wie gesagt, die Klappe bleibt hinten, ist auf jeden Fall sehr angenehm zum Hop-Up einstellen. Wir drehen es einfach mal ein bisschen rein und testen nochmal. Ah ja, jetzt ist es schon wieder Overhop, seht ihr? Geht hinten bei der Wand leicht nach oben. Also quasi jetzt wieder ein Stückchen raus. Gucken nochmal. Also, das sieht schon gut aus. Man könnte es noch einen ganz kleinen Ticken rausnehmen, das mache ich mal. Weil es hat noch einen ganz, ganz kleinen Overhop am Schluss. Viele finden das ganz geil und spielen auch so, weil da hast du natürlich schon mal ein bisschen mehr Reichweite. Aber natürlich auf die kürzere Distanzen hast du dann halt doch ein bisschen Overhop drin. Ja, so ist geil. Ja, wie gesagt, bis hinten sind 50 Meter, hier sitzt es überhaupt gar kein Problem. Fliegen Kerzen gerade dahin. Ballern da hinten alles schön ein. Also ich sag mal, wenn man das jetzt schön einstellt noch mit dem Scope, denke ich schon, sind ja, 70 bis 80 Meter kein Problem, um da noch Mann groß zu treffen. Oder durch das Titan halt geil, ne, ihr könnt halt durchtriggern ohne Ende, ohne dass da zu Problemen kommt. So, und da war es leer. Ja, ihr habt es gesehen, Titan ist geil, MK18 ist geil, schöne Grundbasis, kann ich mir halt noch in jede Richtung aufbauen, wie ich es gerne haben möchte. Also da auf jeden Fall klare Kaufempfehlung für den Preis, 499 Euro haben wir auch bei uns im Online-Shop. Gibt es wie gesagt in Schwarz oder in Dualton, könnt ihr euch dann aussuchen, was euch besser gefällt. Mein klarer Favorit, Dualton. Gut, viel Spaß damit, bis später.